Willkommen zu einem neuen Part Monster Hunter Rise mit Sebastian. Wuhu, guten Morgen. Und wie man sieht, habe ich die komplette Magna Malo High Rangers und Camellios Witch Eggs. Und please, ich habe die Nava Rüstung, auch wenn die jetzt nicht unbedingt so geil ist, wie ich gehofft hatte. Obwohl ich das Gefühl habe, die haben da in dem Update irgendwas geändert oder ich habe irgendwelche Halluzinationen. Ich kann es nicht genau sagen. Kann es ja auch nicht sagen. Also ich meine, sie haben den Effekt der Rüstung abgeändert. Oder zumindest die Beschreibung davon, wie ich schon sagte, statt bei Donnerabgleich hast ja blablabla, Donnerwiderstand 4 und dann stand ja bei der 5. Stufe ja gewährt den begünstigten Effekt. Was zum Teufel auch mal ein begünstigter Effekt sein soll. Jetzt steht da plötzlich gewährt zu dem Glückserhöher. Sprich, ich krieg mehr Shit am Ende einer Quest, so wie ich verstehe. Das ist schön. Das ist natürlich nice. Ach, ja. Und wir jagen, wie man sieht, links den Basel Goes. Der ist mit dem Update neu dazu. F-15 Kriegsbomber. Genau. Der ist nämlich neu mit dem Update dazugekommen. Wie eben der Camellios, der Nostra, der Kushala Daora und noch der Apex Natalos. Die Apex Monster allgemein. Jetzt als einzige. Solo-Jagden zumindest, die haben schon vorher. Ja, mein ich ja. Ja gut, ich bin bereit. Ich wollte gerade sagen, das Knacke, mir juckt's im Fallköcher. Oder in den Buchseiten. Denn von den Teilen, die der Chamäleone da für uns bei unserer letzten Jagd übrig gelassen hat, habe ich mir seinen Bogen rausgezaubert. Ach, also sind wir jetzt beide mit Chamäleos-Waffen unterwegs. Ja, guck dir das Baby mal an, Jins Zauberbogen. Das sieht geil aus. Entschuldigung, war falsch. So verklickt. Ich spiel Bogen zu wenig. Verdammt, ich will doch nur die Giftgeschichte auftragen. Dankeschön. Ich würde sagen, erstmal wieder buffen, oder? Also Vogeldreck. Jetzt habe ich meinen Hund vergessen. Ich wollte den diesmal mitnehmen. Ah ne, weißt du was? Explosionen, Ember. Einfach nur Explosionen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hast du ja Glück und die. Ah ne, Quatsch, die hat als. Cool. Kann doch auch extra Loot sammeln, ne? Das kann sogar der Palamut ist im Grund. So, also soweit ich das in Erinnerung habe. Sweet. Doing great. Ja, richtig great. Also Geist ist nicht. Ich stelle mir allerdings gerade so ein bisschen die Frage, ob es nicht ein so ein taktischer Fettnäpfchen-Trip ist, jetzt für den Bogen zu nehmen. Du, das musst du. Das musst du für dich selber herauskristallisieren, oder? Klingt nach einem Ich-Problem, ne? Nach einem fetten Du-Problem. Warte nochmal gucken. Kann man nochmal. Jetzt hier an diesen Stellen ist es mit den Höhenunterschieden auf der Map echt schwer zu erkennen, ob die jetzt da oben sind oder unten. Aber ich glaube, der ist da unten. Ja, der ist auch. Großer Seilkäfer, Gold, hui! Ich lauf schon wieder komplett falsch, Alter. Nur dies kam unerwartet. Fliegt der weg? Ich kack ab. Der hört uns schon kommen. Der Gespanik. Wir können ja jetzt nicht mehr den kleinsten oder kleinsten Basel Goes können wir ja nicht mehr kriegen. Müssten auch nicht mehr. Also können wir in der Theorie schon, aber zählt halt nicht mehr, weil wir den schon haben. Ja, Freunde des Internets, glaubt's oder nicht, wir haben insgesamt 3 Basel Goes bekämpft. Der erste war der kleinste, der zweite war der zweitgrößte und der dritte war einfach der größte. Wie hoch ist bitte die mathematische Chance? Und der T-Rex kriegt einen auf die Fresse. Ja, dann nimm jetzt den T-Rex und meine Basel Goes einfach auf die Fresse. Genau das wollte ich. Ruhig, wenn du den schweren Angriff nach hinten machst, kannst du danach direkt fressen.
donnernde Gebrüll anschließen. Vergiftet, dann kommt jetzt die Lähmbeschichtung. Oh, bist du gelähmt? Ja, gar nicht gelähmt. Noch Beschichtung, los geht's. Oh ja, ich dachte, ich vergesse die Katze zu doof. Los geht's. Gerade aber auch doof, ich versuche jetzt die ganze Zeit die Sachen aufzuheben und krieg's hin, mich von allen Sachen treffen zu lassen. Oh, ich habe auch einen guten Panzer bekommen. Oh, deine Katze geht wieder voll into Destruction. Hui. Boah, der hat's gerade aber auch nicht abgesehen, oder? Ich wollte jetzt gerade cool sein und Spruch bekommen. Nein. Bin ich dir übel, du, oder? Jetzt der Kriegsgans. Schrei. Ich hab den hier in dem Game noch nie so gehört, weil ich den so Ton raus hatte. Geil, Alter. Der ging durch. Oh, der flüchtet. Ich habe meine Plus-Gift-Geschichte wieder aufgetragen. Diesmal fangen wir den, ne? Hast du ja gesagt. Richtig. Erstmal hier gucken. Nee. Was gedampft? Da hatte ich gerade ein paar seltsame Kinder vor meinem Fenster, die beiden anklopfen zu müssen. Wir wollen doch nur Hallo sagen. Wir wollen ja ihrer Mutter Hallo sagen, ey. Explagen, ey, ist mal ganz ehrlich. Runter von meinem Rasen, du Hund. Hä? Runter von meinem Rasen, du Hund. In dem Fall eher runter von meinem Bordschild. Hund, die nötig große Kurve. Hm.
Geschrei ist echt geil. Oh, du bist ein großer Junge, ne? Ja. Du kriegst mich nie, Baselgeist. Nicht, wenn ich auf maximal Rapman aus Tempo gehe. Ja. Wir zerlegen den aber auch gerade, was? Ah, dem ist Flügelstiften gegangen. Oh, hi, Mark. Hey, Mark. Ach so. Oh, der ist vergiftet, nice. Was nach hier wieder? Das ist jetzt Sebi gelaufen. Hier kommt die Nahkampfschicht. Oh, jetzt hat er mit der. Wenn das Licht da rein, doch nicht der Donnerfest. Schöne Explosion immer, schöne Explosion. Gebrochen, kann ich mal nicht so lange. Nein. Oh.
Meiner Treu. Nein. Es flüchtet. Ach wirklich? Ja. Das ist ein Ding. Ich glaube, wir sollten hinterher, oder? Wäre praktisch, ja. Ja, das ist die richtige Strategie. Erfolge aufnehmen. Wieder vergiftet. Ach, da kommt nichts mehr raus. Jetzt hört der Benzin aus wieder. Aha, hab ich mir den anderen Schiffen gebrochen. Oh, gejuckt. Einfach über den drüber. Los, Mann. Ja. Ah, ein bisschen zu spät. Ist das jetzt deren Ernst? Ich bin jetzt gerade den ganzen Weg komplett nach unten gefallen. Man macht sich mal ins Klettern. Oder ist da vielleicht so eine Gaswolke, die dich hochschleudert? Ich gehe lieber ins Lager und gehe dann von da aus. Geht, glaube ich, schneller, wenn ich das jetzt richtig. Schon auf dem Weg. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen, mein Boss. Wie sieht es da hinten aus, wie ich ihn so zur Seite? Das wäre echt cool gewesen. Vorführeffekt, ich war. Ja, schon dahinter ist eine. Ich weiß jetzt nicht, was ich dem gebrochen habe, aber irgendwas habe ich dem gebrochen. Ich glaube, die Mähne. Der Luft. Wow. Der Bart der Explosion.
gegen die beste Karte. Aber die Zeit. Wow! Oh, jetzt ist er fangbar. Ja. Tu dein Ding. Oh, ich hab gesehen, da ist doch irgendwas. Da liegt was im dem drinne. Eine große Weibentrainer, hat sich jetzt auch voll gelohnt, ey. Kamora-Punkte sind immer gut. Gemeint, dass die Arbeit ist. Oh. Diese Cave! Die Heimat! Die Heimat muss verteidigt werden. Ich hab wieder Flügel bekommen. Ich habe zwei Flügelchen gekriegt. Schon wieder ein Edelstein? Arsch, ne? Dafür fehlen mir noch immer zwei Rückenpanzer. Das wird nicht besser. Hey, immerhin zwei Flügel. Ich brauche ja nur einen eigentlich. Aber ich sag mal, jetzt beende ich mal erstmal die Aufnahme. Sehen uns beim nächsten. Sayonara.